Es regnet tatsächlich mal bei uns. Es war zwar erst ab 14 Uhr angesagt. Und nun kommt es doch schon morgens um 10. Aber egal. Es regnet ein bisschen. Mal gucken, wie viel das wird. Das ist dringend nötig. Allerdings habe ich nicht gedacht, dass ich es noch abkriege. Ich packe auch schnell die Kamera wieder ein. Ich wollte es nur gesagt haben. Das scheint sich einzuregnen. Und ich bin patschnass, wie man sieht. Trotz dessen ich eigentlich verdammt gut ausgerüstet bin mit Regenjacke, also mit so einem Cape und mit Schirm. Aber das ist egal, man wird ganz automatisch nass, wenn man sich bewegt, weil es ist drückend schwül. Unglaublich, da sind die Haare nass, obwohl man also gar nichts abbekommen hat. Ich sitze relativ geschützt unter den Bäumen. Das Problem ist, dass es Richtung Süd grummelt und anscheinend ein Gewitter anzieht. Dann werde ich nicht mehr viel Zeit haben. Diese Mücken. Dann muss ich gehen, weil das ist dann zu gefährlich. Das muss ich nicht haben. Hey Mücke, ich bin eingeschmiert. Bei mir findest du nichts. Das Gewitter war bis eben noch ziemlich weit weg. Jetzt habe ich keine Chance mehr, das zu vermeiden. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall scheint es sich einzuregnen und nicht mehr aufhören zu wollen. Angesagt war es ab 14 Uhr. Es ist drückend schwül, wobei wir eigentlich gar nicht so heiß haben. Das könnten so zwischen 23 und 25 Grad sein. Gestern war es entschieden wärmer, da hat auch die Sonne geschienen. Und als ich vorhin gefrühstückt habe, da schien auch noch die Sonne im gleißendsten Sonnenschein. Deswegen habe ich nicht gedacht, dass die Wetterfrösche sich so sehr irren. Aber tatsächlich, ich glaube, da hinten wird es heller. Naja, ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Weil Gewitter hier draußen ist nicht angenehm, zumal Strom auf dem Zaun ist und so. Das ist keine gute Idee. Aber wenn ich jetzt nach Hause radel, bin ich genauso im freien Feld. Von daher, sollte ich still sitzen bleiben. Auf jeden Fall hat der Wetterbericht heute nicht gestimmt und ich sitze jetzt mitten im Dilemma. Die Krähen holen sich die Sachen, die Kleinen hier vorne haben sich nicht sehen lassen, auch Eichhörnchen habe ich nicht gesehen, die bleiben verkrümelt. Leider ist das Gewitter tatsächlich recht fix hier gewesen. Eben war es noch ziemlich weit weg. Aber wenn es nur donnert, dann geht's ja noch. Ach, ich bin gespannt. Wichtig ist ja, dass es endlich regnet. Ganz Deutschland ist abgesoffen, mit Ausnahme der Gegend um Hamburg. Wir haben nicht einen Tropfen abbekommen bis jetzt. Also ein paar Tröpfelchen mal. Da ist kaum ein Dach vom Haus nass geworden, geschweige denn ein Baum mit seinem Blätterdach. Und das war jetzt bitter nötig. Ich hatte noch Wasser mitgenommen, weil ich gedacht habe, bis nachmittags. Und wer weiß, ob die recht haben. Aber heute klappt's. Es gibt tatsächlich Regen. Ja. Und der sieht auch ganz gut aus, also das nützt schon was. Das müsste nur eben Stunden in der Stärke regnen. Es dürfte nicht mehr werden von der Intensität, weil das Land so trocken ist, dass es das sonst nicht aufnehmen könnte. Das würde einfach ablaufen, ungenutzt. In der Stärke, so über ein paar Stunden wäre gut. Nur eben Blitz und Donner fände ich nicht so toll. Naja, die Krähen haben es, glaube ich, geschafft, sich das Wesentlichste da einzusammeln. Ich habe das Streufutter unter die Eiche gepackt,
da kommt kaum Regen durch, so ein paar Tröpfchen, also es tröppelt durch, ja. Es gießt ja nicht bei uns, es ist angenehmer dann Regen, wenn das so bleibt, wäre es okay. Also es ist nicht ungefährlich, bei Gewitter hier zu sitzen mit dem Strommasten hier. Die Überlandleitungen direkt über mir. Und der strombeladene Zaun vor meiner Nase, das ist sehr unangenehm. Aber egal, wo man jetzt hier geht, ist es überall Zaun, weil man ja mitten durch die Weiden durchgeht. Und der Bauer jetzt überall Strom draufgedonnert hat, wegen der Leute, die seine Flächen sonst als Sportflächen nutzen und Freizeitpark. Aber wie man sieht, da wird es tatsächlich schon wieder heller. Das Wetter kommt direkt aus Süd heute. Von da, da ist es noch relativ dunkel. Aber hier, aus Richtung Hamburg, schon nicht mehr. Ich scheine Glück zu haben. Ich hoffe es doch mal. Guckt euch an, was da unten drunter alles los ist. Was man gar nicht mehr sieht. Das hört sich nicht so an, als hätte ich noch viel Zeit. Ich bin recht unschlüssig, was ich machen soll, wenn ich mich jetzt Richtung Heimat aufmache und dann überrascht werde. Denn da hinten Richtung Süd grollt's doch ganz heftig. Da scheint noch was zu kommen. Und wenn mich das auf dem Heimweg überrascht, bin ich ziemlich schutzlos. Hier kann ich mich noch verkriechen, irgendwie in Deckung gehen. Da bin ich nicht ganz so auf offenem Feld. Naja, lauschen wir mal. Ne? Das grummelt ganz schön. Der Regen wird gerade ein bisschen weniger. Ich bin genau an so einer zweigeteilten Ecke. Ja? Über mir ist grau, vor mir so Richtung Süd ist dunkelgrau und neben mir Richtung West ist hell. Richtung West müsste ich. Naja. Das ist jetzt eine Entscheidung. Ich scheine Glück zu haben. Es wird neben mir immer heller. Aber das Gewitter, das tobt über Escheburg, Vosmoor und Geesthacht. Also richtig heftige, tiefe Töne. Ja, also so ein richtig komisches Grollen und Grummeln andauernd. Ich sehe aber von hier aus keinen Blitz. Ich muss mal auf meinen Holzkopf klopfen. Den Blitz. Es ist doch wieder irgendwie direkt über mir. Naja, aber das Gemeinste und Heftigste, das findet tatsächlich über Geesthacht statt, über dem Industriegebiet. Das kann man also gut lokalisieren vom Gehör her, wo das meiste an Getöse herkommt. Die Krähen sind da unten immer noch heftig zugange, leider höre ich es nur, man kann ja kaum was sehen. Die sind hart gesotten und holen sich die Sachen. Wobei die Kleinen hier in der Nähe, also die haben es mal versucht, aber das ist nicht ihr Ding. Naja, der Regen tut echt gut. Das sind wirklich komische Töne.
Ich sag ja, wenn ich mich jetzt nach Hause begeben hätte, dann wäre ich auf freiem Feld unterwegs. Das ist keine leichte Entscheidung. Ich werde die erstbeste Gelegenheit nutzen, wenn sich das mit dem Gewitter so ein bisschen verzogen hat, und werde mich auf den Heimweg machen, egal ob es in Strömen regnet. Dafür bin ich ja ausgestattet. Aber eben das Gewitter, das wollte ich nicht herausfordern. Das reicht schon, dass ich da überhaupt draußen bin. Ja. Aber wie gesagt, es war angesagt ab 14 Uhr. Und als ich zu Hause noch gefrühstückt habe, strahlte die Sonne. Und als ich rausgefahren bin, fuhr ich direkt auf diese Wand zu. Naja, hätte man theoretisch umdrehen müssen, aber es ist ja für den ganzen Tag nichts Besseres vorhergesagt. Also von daher. Ist der Regen so stark, dass sich die Krähen auch verzogen haben. Und mit dem Hellen ist auch nichts mehr. So, mit Chance kann ich jetzt sogar noch ein bisschen trocknen, währenddessen ich mich entschieden habe, doch hier zu warten. Und mich hier unter die kleine Eiche verkrochen hatte und das Gewitter über meinem Heimatort gedonnert und geblitzt hat. Also man weiß ja immer erst hinterher, ob man sich richtig entschieden hat. Aber ich habe mal wieder Glück gehabt. Eben kam die Sonne raus und ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen die Sachen und mich trocken. Und dann werde ich mich auch auf den Heimweg machen, weil das wird nicht anders werden heute. Ich habe die Wetterfront jetzt genau im Blick hier und sehe also, wenn was kommt. Nur ich in meinem Alter bin halt nicht mehr schnell genug, ja, um vor sowas noch zu flüchten, wenn ich ja draußen bin. Also ja, das ist immer so ein Spiel. Ja, was macht man? Bleibt man und verhält sich ruhig? Oder versucht man noch nach Hause zu kommen? Naja. Ich habe es richtig gemacht. Das Gewitter hier war relativ harmlos, weil wir genau an dieser Wettergrenze liegen. Und ja, es hat laut gedonnert. Aber ich glaube, über Gestag ist wesentlich mehr passiert. Die Krähen sitzen oben auf dem Mast und gucken runter, was ich hier so treibe. Plötzlich ist es auch fast windstill. Und die Sonne, die brennt gleich richtig. Von da kommt das Wetter. Ich habe jetzt einen Moment und dann wird sich das wieder ändern. So, ich habe mal geguckt. Ich werde wahrscheinlich wirklich nicht viel Zeit haben. Ich bin zwar immer auf dem Rücken noch ganz schön nass und auf den Schultern. Ich versuche es mal noch ein Ticken, weil es sieht blauer Himmel sieht's aus hier, aber wir haben tatsächlich Gewitterstufe 3 und Sturmwarnung. Die hatten sie allerdings heute Morgen, als ich gefrühstückt habe, noch nicht. Ich habe um 7 Uhr die letzte Aktualisierung aufgerufen gehabt. Um 7 machen die immer eine und da war noch bis 14 Uhr alles okay. Und jetzt auf einmal haben wir Gewitter, also Warnung vor schwerem Gewitter und Sturm. Naja, also Sturm hatten wir Gott sei Dank nicht eben, aber eben Gewitter schon und es hat gut geregnet. Der Regen hat aber echt gefehlt hier und ich hoffe, da kommt noch mehr.
Allerdings in der Intensität wie vorhin. Das wäre perfekt. Noch viel mehr auf einmal darf es gar nicht werden. Weil der Boden das ja gar nicht aufnehmen kann, wenn der so ausgetrocknet ist. Naja, ich jedenfalls versuche noch ein bisschen zu trocknen und meine Sachen noch ein bisschen zu trocknen. Und dann werde ich Richtung Heimat aufbrechen, weil ich nehme die Warnung schon ernst, auch wenn jetzt gerade richtig blauer Himmel ist und schön warm. Aber, ne? Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel und man hält es in der Sonne nicht aus, weil man da gebraten wird. Ich habe mich doch schon wieder in den Schatten verkrümelt, weil ich ahne, dass die Wetterfrösche überhaupt nicht wissen, was hier mit unserem Gebiet machen sollen. Das war ja schon so, als die ganzen Unwetterserien über Deutschland weggezogen haben. Wir haben eine Unwetterwarnung nach der anderen hier bekommen und dann ist nichts passiert. Nicht ein Tropfen Regen, nicht mal ein bisschen Wind oder so. Wir haben nur die ganze Schwüle abbekommen. Und Ruhe war, ja. Wir haben nichts gehabt. Ganz Deutschland, wie gesagt, stand unter Dauerfeuer bzw. Dauernass, ja. Und Katastrophe, eine nach der anderen. Und bei uns hier eine Unwetterwarnung nach der anderen und nichts war. Und nun haben sie für heute Nachmittag Unwetterwarnung rausgegeben. Und also heute Morgen, ja. Und dann kam das natürlich morgens. Und jetzt, wo sie die Sturmwarnung und die schwere Gewitterwarnung rausgegeben haben, für den Rest des Tages ist strahlend blauer Himmel und Sonnenschein und richtig heiß, ja, und eine unglaubliche Schwüle. Die Krähen holen sich gerade aus dem Hang und die restlichen Sachen noch ab. Die haben auch gewartet, bis ich da unten den Platz räume. Fanden sie nicht so lustig, dass ich da gesessen habe. Aber ehrlich, mit Trocknen ist da, wenn man schwitzt, auch nichts. Tja. Ich sag schon mal, wie immer, vielen Dank fürs Interesse und fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. So, nun wird es aber Zeit, dass ich abdampfe.
Das werden immer mehr turmhohe Wolken. Die sehen zwar noch nicht gefährlich aus, aber das sind Vorboten. Ich habe mich tatsächlich endlich bequemt auf den Heimweg. Auch wenn es gerade richtig schön war bei den Kleinen mit Roxy zusammen und die Krähen rund um mich rum und die kleinen Vögel alle um mich rum. Ich habe dann aber zu Roxy mach's gut gesagt. Der hat auch tatsächlich gewartet im Baum und hat mich an sich vorbeigehen lassen. Ist nicht weggelaufen, das fand ich toll heute. Aber die wissen auch, dass sie jetzt futtern müssen, weil wahrscheinlich den Rest des Tages keine Gelegenheit mehr ist. Und ich sage jetzt wirklich Tschüss und verschwinde auch in Richtung Heimat.